Schwarze Löcher sind extremst mysteriös und gefährlich. In diesem Video erkläre ich euch, was es für Todesursachen im Schwarzen Loch gäbe. Dabei unterstützen wird mich Chris von dem Channel Wissensautomat. Es wird also echt spannend heute. Bleibt auf jeden Fall dran und abonniert meinen Kanal. Herzlich willkommen. Die erste Todesursache im Schwarzen Loch ist überraschenderweise Hitze. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass die meisten schwarzen Löcher von einem Feuerring umgeben werden. Denn das Material, das sie einziehen, wird nicht sofort verschluckt, sondern kreist ringförmig um sie herum, wird dabei immer schneller und erhitzt sich. Man nennt dies auch Akkretionsscheibe. Wer also im Weltraum unterwegs ist und von der Gravitation eines schwarzen Loches erfasst wird, muss unweigerlich durch diesen Feuerring hindurch. Zwischen heißem Gas, Staub und Sternchen wird man geröstet. Autsch. Eine solche Akkretionsscheibe sieht man auch eindrucksvoll auf dem ersten realen Bild eines schwarzen Loches, das vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Das war Todesursache Nummer 1. Und auch die zweite Todesursache ist überraschenderweise noch nicht die Gravitation, beziehungsweise nicht direkt, sondern ein Effekt, der sich aus ihr ergibt, nämlich die sogenannten Gezeitenkräfte. Gezeitenkräfte entstehen, wenn Gravitation und Bewegung zusammenkommen. Ihr kennt das von Erde und Mond. Beide umkreisen sich gegenseitig und durch die Anziehungskraft des Mondes und seine Bewegung werden zum Beispiel die Wassermassen auf der Erde nach vorne und nach hinten geschoben und so entstehen Ebbe und Flut. Auch die Landmassen werden vom Mond bewegt und so hebt sich jeden Tag der Boden um bis zu 30 cm. Das sind also Gezeitenkräfte und im Schwarzen Loch ist dieser Effekt natürlich noch viel krasser. Statt sofort zerquetscht zu werden, würdet ihr im Schwarzen Loch durch die Gezeitenkräfte, durch die Bewegung und Einfluss der Gravitation erstmal strudelförmig hineingesogen werden und währenddessen tritt ein Effekt namens Spaghettisierung auf. Ihr werdet also in die Länge gestreckt, vermutlich mehrere Kilometer lang und dementsprechend dünn, wie eine Weltraumspaghetti. Der Begriff Spaghettisierung ist übrigens eine Wortschöpfung des Wissenschaftlers Stephen Hawking. Das heißt, das ist wirklich ein offizielles wissenschaftliches Fachwort. Die dritte Todesursache ist dann endlich die Gravitation. Irgendwann seid ihr so weit im Zentrum des Schwarzen Loches angekommen, dass die Schwerkraft, die dort wirkt, euch aus eurer Spaghetti-Gestalt zu einem winzig kleinen komprimierten Punkt zusammenquetscht. Ihr seid nämlich dann im Zentrum des Gebildes angekommen, das sich Singularität nennt. Ein unendlich verdichteter Punkt. Ein Punkt ohne Ausdehnung, noch nicht mal einen Millimeter groß, mit einer gigantischen Masse und Dichte. Ihr werdet Teil dieser Singularität, werdet einfach zerquetscht und kommt nirgendwo mehr raus. Ihr seid dann für immer Teil des Schwarzen Lochs. Wenn ihr denkt, dass das schon alles war, habt ihr euch aber getäuscht. Die gravierendste Todesursache im Schwarzen Loch ist vermutlich das, was dann passiert, der Informationstod oder Infotod. Das müssen wir mal von Grund auf klären. Der Physiker John Wheeler sagte einst, schwarze Löcher haben keine Haare. Was meint er damit? Es ging nicht um die Frisuren von schwarzen Löchern oder so. Haare steht hier stellvertretend für Eigenschaften. Man kann über schwarze Löcher gar keine Eigenschaften definieren oder ausdrücken, denn das Einzige, was man über sie sagen kann, ist ihre Masse. Das ist alles. Also Farbe oder so kann man nicht sagen, Ladung. Man kann nur feststellen, wie schwer ein schwarzes Loch ist. Mehr nicht. Also in dem Sinne haben sie ein Haar, eine Eigenschaft, nämlich ihre Masse. Und wenn ihr ins schwarze Loch gesogen werdet, kann man über euch auch nichts mehr ausdrücken. Wenn man hier auf der Erde stirbt, dann kann man physikalisch und wissenschaftlich gesehen aus so einem toten Körper noch jede Menge herauslesen. Also das ist ja das, was Detektive und Gerichtsmediziner tun. Man kann also jede Menge noch herausfinden, chemikalisch, physikalisch. Aber wenn ihr ins schwarze Loch fliegt, dann sind alle eure Informationen für immer und unwiederbringlich gelöscht. Denn aus dem schwarzen Loch kommt ja nichts mehr raus. Das bezeichnet man also als Infotod, der endgültige Verlust aller Informationen. Seht also, dass es doch eher unangenehm ist, ins schwarze Loch zu fliegen, da ihr auf mehrere Arten und Weisen sterben würdet. Vor allem der Informationstod ist besonders bedauerlich, da dann eben für immer alles über euch verschollen ist. Falls ihr erfahren wollt, was noch so im schwarzen Loch passiert, abgesehen davon, dass man stirbt, dann schaut euch mal dieses Video auf Chris' Channel Wissensautomat an. Mega geiler Channel, solltet ihr unbedingt abonnieren. Ich habe für das Video ein paar Animationen beigesteuert, also schaut auf jeden Fall mal rein. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut!